Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde PGA Tour 2K21 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns jetzt hier gerade im Menü und wollen gleich das nächste Turnier spielen. Aber wir haben noch keinen Vertrag und da gibt es so einige, die wir da machen können. Und mein Vertrag ist keiner. Okay. Wir wollen, ach, ich guck gleich mal bei Adidas, was muss ich dafür machen? Einfach, Dauer 3 Turniere, pro Zielerfüllung 200 SP, Bonus, Vertragserfüllung 400 EP. Verdienen Sie sich 300 FedEx-Punkte, wenden Sie eine Runde mit 15% weniger, 15% oder weniger, 3 Putt-Advolutions, okay. Dauer 3 Turniere, 500 FedEx-Punkte, erreichen Sie ein paar 4 Grün mit nur einem Schlag. Oh, das ist natürlich... Also schwierig ist schon schwierig, das muss man ehrlich sagen, aber das könnte man hinkriegen. Hängt vom Platz ein bisschen ab. Gewinnen Sie Shire Hospitals for Children Open. Ach, da müssen wir auch gleich was gewinnen. Wollen wir erstmal einen einfachen Vertrag machen? Oder wollen wir gleich den mittleren machen? 1500 SP-Punkte kann man hier quasi kriegen und dann schaltet man sich einige Klamotten frei. Warte mal, gibt es hier auch irgendwo, wo man sich ein paar Schläger freischalten kann? The Golf Club. Ach, guck mal hier, da brauchen wir noch 500 Punkte. Normales freigeschalten. Ja gut, aber das interessiert mich ja. Naja, gut, ja, das sind... Na, okay, da ist ein Schläger mit dabei. Aber 3 Turniere jetzt sind nochmal für 500 Punkte. Hm, pro Zielerfüllung. Puh, 3 Turniere dauert das. Was haben wir denn noch? So ein Tattoo Golf. Das sind schön... Oh, das sieht aber fieselig aus. Nee, danke. So, Wilson, da kriegen wir einen Tennisschläger. Nee, da kriegen wir, oh, da kriegen wir jede Menge Schläger. Das ist nicht... Okay, dann machen wir hier das... Warte mal, was Einfache. Beenden Sie die PGA-Tour mit mindestens 5 Birdies. Ein Turnier, okay. Spielen Sie bei der PGA-Tour eine Runde mit ein paar Maximum 1,45 Putz pro Loch. Okay. Treffen Sie 21 Grün zur vorgesehenen Schlagzahl. Hm. Ja, den nehmen wir einfach mal. Zack. So. Gut, unseren Anzeigen. Ja. So, mein Vertrag ist da. Kündigen wollen wir ihn nicht. Wir wollen zurück und wollen das Turnier spielen. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir den Vertrag relativ schnell beendet kriegen. Gut. Heißt also im Groben und Ganzen, Runde beginnen. Brauchen wir ein bisschen den Ball ärgern, ne? Ja, ich habe in den letzten Folgen immer gesagt, dass ich keine Airtime kriege beim Fernsehen, aber wahrscheinlich bin ich ja derjenige, der sowieso die ganze Zeit übertragen wird und alle anderen werden bloß reingeschnitten. This PGA Tour Event brought to you by 2K Sports. Today's coverage of the Shriners Hospitals for Children Open is about to start. Delighted you're able to join us for this first round action. Luke Ilvey alongside Rich Beam here in Las Vegas. It's known as Sin City. But we're at TPC Summerlin for the golf. What's this course like? This golf course historically plays firm and fast and yields lots of birdies. So players going into this week know full well that they have to have the putter going. They need to hit a lot of greens, but they also need to make sure that they're making 5, 6, 7 birdies a day out there. Because if they're not, if they're struggling with birdies and only making pars, then the entire field is going to pass them by. It's a great opportunity because historically the wind doesn't blow very much and all the par fives are reachable, but still having to make birdies, knowing you need to make birdies, isn't always the easiest thing. We're in Vegas and you can even see the famous strip from the golf course. Do the players need to roll the dice, have a little gamble out on that course? I think you have to gamble everywhere on the PGA Tour, but in Las Vegas, I think it's required, isn't it? Be rude not to. Let's get down to the action. Danke. So, die haben hier jetzt ganz schön voll geseiert hier. Und wir sind in Las Vegas, haben wir festgestellt. Wir haben einen Pitch mit ein bisschen... Oh, ja, okay. Okay, da können wir, kommen wir kurz zu der Vorhand. Na, hauen wir ein bisschen Döller drunter. So, ja, wir hätten nochmal darüber lenken können. So, interessant, dass man mitten in Las Vegas, mitten in der Wüste von Arizona, glaube ich, ne? Da liegt ja Las Vegas. Diese doch recht grüne Insel hier hat und gambeln soll man hier, wurde vorgeschlagen, also auch sozusagen ein bisschen spielen und spielerisch hier, ja, vielleicht eventuell den ein oder anderen Birdie hinbekommen.
So wie diesen hier. 30 XP haben wir extra verdient. Wir haben die Herausforderung des ersten Loches abgeschlossen. Und ja, wir gucken mal, wie es geht. So, okay, also hier brauchen wir einfach bloß, ja, da hauen wir einfach bloß drunter. Wir haben sogar richtig schön Rückenwind. Das Ding, das geht, das wird richtig abheben hier, wie die kleine Katze hier. Da machen wir unsere 300 Yards, aber ohne Probleme. Und dann haben wir Airtime haben wir, oh, da haben wir schon über 300 Yards in der Luft gehabt. Und schaut euch an, wo es hinkullert. Da gehen die 340 Yards, 342 Yards haben wir mit einem Schlag überbrückt. So, jetzt ist es mit einem Patching Witch normal. Mit Rücken- und Seitenwind. Probieren wir es mal dahin. Mal ein bisschen übertrieben wieder. Sieht gut aus. A wonderful shot, a chance for Purdy here at the second. 8 feet to the cup. 8 feet to the cup. Also, wir haben jetzt nur 8 Fuß, war schon kein schlechter Schlag. Es war wieder ein bisschen übertrieben noch. Und das ist ja recht gerade hier. Ich denke mal da recht so aus, ne? Ein bisschen rüber gucken. Ja. Gucken wir noch ein bisschen mehr. Damit wir zentral ankommen und der Ball auch wirklich sicher eingelocht wird. So. At minus two, going along nicely today. Da gehe ich ganz von aus, dass das hier ganz nicely, also sehr hübsch, ablaufen wird. So. Oh, mit ordentlich Gegenwind. Wie sieht denn das aus? Okay. Interessant, also das ist eigentlich schon besser, umso näher wir da dran landen, ne? Hm, na gut. Wow, mal gucken hier. Ein Big Hit, 102% habe ich mich immerhin getraut. So, aber halt eben, ne, er kommt relativ früh runter, kullert aber noch ein bisschen. Sieht nicht schlecht aus, aber wir haben noch einen weiten Weg zur Fahne. Wir haben noch 180 Yards bis zur Fahne, Gegenwind schräg von vorne. So, was nehmen wir? 5er Holz, Normal Schlag, okay. Bauen wir mal drauf da. Oh. Der war gut. Aber ich denke nicht, dass wir hier einen Birdie schaffen werden. Nee, ich glaube, das geht relativ schnell bergab hier und auch ein bisschen nach. Fällt nach links ab. Obwohl. Nicht so schlimm. Gucken wir noch mal. Das könnte sogar klappen hier. Oh, hey, hey, hey. Na, hey. Da haben wir uns aber verschätzt. Da haben wir uns aber mal saubest verschätzt. Okay, dann gehen wir ein bisschen nach darüber. Und dann gucken wir mal. Das war dann schon wieder zu weit. Ja, komm. Also das war schon ein schwieriges Loch. Das ist ein paar 4. Das ist schon echt ein ziemlich... Okay, moving down the leaderboard. Mal was Negatives, was sie sagen, aber okay, ja. Aber das war schon echt ein ziemlich langes Viererpaar. Aber das war auch ein ziemlich langes Viererpaar. Aber wir sind ja auf der Tour. Und da ist es dann halt auch mal... ein bisschen verrissen. Aber der Schlag war auch wieder gut. Könnte aber sein, dass er jetzt gleich im Rough landet. Ja. Cool hat ins Rough. That did not end up where you said it was going to. It's in the rough. Ah, nein. Let's have a look at Patrick Cantlay from... Gar nicht so schlimm. So, Patrick Cantlay vorhin an Loch 4, mal wieder aus dem Bunker. Wer hätte es gedacht? Und sag ich Patrick Head, der ist aber der Formel 1. Naja. Aber auch nicht mal eingelocht, aber. Geiler Schlag. Geile Katze, muss man sagen. Sah schon gut aus. So, genau, Liveplay und dann hier ein bisschen im hohen Gras unterwegs, aber das ist alles nicht weiter schlimm. Ja,
is it where it belongs, Rich? He's one of the purest swingers, ball strikers in the game, and he's also got the competitive fire that burns really bright in his system. There's no doubt that he can be a force to contend with for years to come on the PGA Tour. Yeah, beim erreichen des Fairways. Is his pace of play. I think at times it gets a little bit slow, but in saying that, if he's only hitting it 63 times around, how long can it take? I mean, he's an amazing, amazing player. And that's for birdie. Well hold. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hatte er gedacht, dass er dann vorbeikullert, aber. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich finde die Aufsteller sehr schön dort. Also diese pinken Aufsteller, die dann halt hinter beim Abschlag hinter einem sind, wo man dann gleich sieht, wie viel Yards man hat. Also hier Paar 3, Loch 5, 197 Yards. Ich hoffe, dass der Wind nicht ganz so fies ist mit uns. So. Ein Normal Hit. Der kullert doch sonst wohin. Wir haben schräg von vorne. Wir trotzdem versuchen, da hinzuschlagen. Wird es versuchen. Noch zu nicht. Ja. Aber er sollte nicht über die vorne drüber wegrollen, ja. Ja, okay, das ist gut. Pin high inside the range. And this one for back-to-back birdies. And this back-to-back into the birdies. So, ein bisschen abfällig ist es hier, aber noch nicht ganz so schlimm, hoffe ich. Ah, doch. Ah, das könnte wieder ein wildes Gepatte werden. Naja, egal. So, gehen wir mal ein bisschen noch rüber. Könnte jetzt zu knapp werden, oder? Ah. Top. Top, die bei der Quilch 15 XP extra gab es auch, weil wir nur einen Putt gebraucht haben. Sehr schön. Und wir sind jetzt schon auf dem 9. Platz mit immerhin hier unter am 5. Loch. So, dann wollen wir mal gucken, wo wollen wir denn jetzt hin? Eieiei. Es ist eine große Area auf der rechten Seite, die muss vermieden. Wenn du deinen Drive auf der rechten Hälfte dieses Fairway positionieren kannst, gibt es dir den besten Schuss auf den Hill zu einem Grün, der nicht von irgendwelchen Bunkern ist. Jupp, sieht gut aus. Keine Bunker, hat er gesagt. Protected by Bunkers. Das finde ich aber auch schön, dass sie sagen, die Löcher sind geschützt durch Bunker. Not bad. Not bad. So. Only two shots off the pace. Oh, den haben wir verrissen. Den haben wir auch nicht verrissen. Hätten wir nicht verrissen, wäre wahrscheinlich ein bisschen näher noch dran gewesen, aber hey, komm, reicht für ein Birdie. Würde ich sagen. Boah, er ist auch ganz zufrieden. Grün erreicht in der vorgesehenen Schlagzahl. Oh, das ist sogar zu viel schon. Okay, da müssen wir wieder ein Stückchen zurück. Oh. Ein Stückchen weiter mit zurückgedurft. Naja, gut. Dann halt so. Dann halt so. Nee, sieht ganz gut aus. Immer noch 10. Position. Haben wieder eine verloren. Wir haben von 9. Aber. Hui. Wir wollen nicht links in die Bäume rein. Ah, okay. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Aber wieder verrissen, ne? Ich habe mit der Steuerung gerade wieder, struggle ich hier gerade wieder unterm Tisch. Mit dem, halt an im Gras wenigstens. Na, geht. Aber den Ball haben wir leider noch abgeschlagen. Warum? Opting for the 9-iron. This one might need to get down a little. Ein bisschen zu weit. Yeah, nicely played. Da kriegen wir auch bloß ein paar raus, glaube ich. This putt is for birdie 3 on the scorecard. Obwohl, Oh Gott, das ist so weit, ne?
So, wir probieren's. Naja. Gut, okay. Läuft, sagen wir mal, noch gut. Läuft noch gut. Also wir sind auf einem guten Weg. Wir sind 4 unter beim 7. Loch. Das ist, wenn man das jetzt hochrechnet, kommen wir denn bei immer noch 10 unter. Also das ist ganz gut. So, hier haben wir jetzt ein schönes Par 3. The bunker short rider also to be avoided, so you don't make a sloppy bogey. So, da will ich mal lieber dahin zielen. Going with a 3 wood here. Holla, die Waldfee. Der war gut. Also, sicher reicht's für ein paar. Cool, hat ein bisschen weit noch. Hätte man noch kürzer ziehen können, aber dann hätte er vielleicht. Okay, er ist bester Dinge hier, dass ich das Ding jetzt einloche hier. Na? And that should secure the par. Well done. Knapp. Sehr, sehr knapp. Aber gut, so ist es halt. Millimeter entscheiden manchmal über Erfolg oder Misserfolg. Aber er war ja schon sehr gut gemacht. Das muss man ehrlich sagen. Wäre natürlich ein sehr, sehr schöner Einstand gewesen bei. Aber die Wölfe, jetzt will er aber wissen. Gucken wir nochmal. Ja, gut. Ist wirklich erstmal. Gerade den, der fällt runter hier. Der Wind kümmert sich schon um den Rest. Zack. Zack, 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 zack. Da geht was, da kullert was. Ich denke, wir werden das Grün beim nächsten Schlag erreichen können. Aber es wird schon schwer. Es wird schon sehr schwer. Gut, Dreier Holz. Was Besseres haben wir nicht, ne? Wir haben ganz schön Seitenwind. So. Ich will nicht da drüben in den Bunker landen. Wow. Wow. Well, that's showcasing their power there, Rich. Ja, aber gut. Two big hits there, knocking it on this par 5 and 2. Knocking that par 5 and 2. It's a long way between the holes, so let's get this one close. So, hier sind wir dann auch froh, wenn wir es überhaupt so weit schaffen, dass wir dann irgendwie halbwegs neben der Fahne liegen bleiben. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir ihn direkt einlochen würden, aber hey. Nagel noch ran. Ja, ja, ja. Oh. Applaus, Applaus, Applaus. Ein Eagle am 9. Loch und das mit einem elendig langen Putt von über 40 Fuß, glaube ich. Insgesamt 119 Zoll. Nee, keine Ahnung. Nee, da sind Fuß. 35 Fuß waren es. Okay. 35 Fuß. Das war schon mal echt ein richtig guter Putt. Meine Herren. So, jetzt sind wir 6 unter. Langsam kommen wir doch dahin, wo wir hinwollen. Der Cut ist übrigens bei 2 unter. Also das ist wirklich schon... das war gar nicht so weit weg von diesmal. Also diese Runde sind wir durchaus nicht so OP wie in Runden davor. Er zieht ein bisschen zum Bunker, aber ich denke, er wird vorher anhalten. Ja. Aber es könnte es rough werden. Nee, nee, nee. Oh nee, das kullert gut. Nee, das ist gut. Sehr schön, da sind wir jetzt noch 100 Yards ungefähr von dem Pin weg. Wow. Das sind sehr, sehr gut.
Was hat er denn? Wir hatten einen Albatros gemacht und einen neuen? Mit zwei Schlägen? Time for the second shot at the 10th. Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Auf seinem Scorecard von dem Spieler? Da stand ein Albatros drauf, ne? Holla, Waldfee, hätte ich da gesagt. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen mit dem Rückenwind arbeiten. Und der wird den Ball nämlich ordentlich noch nach vorne tragen. Und dann haben wir noch einen Normalschlag. So. Fairways and greens. Easy game, isn't it? I tell you, you just dream about days like today. Greens and regulation spot on all day. Awesome. Also er hat bei Loch 8 hat er zwei Schläge gebraucht und bei Loch 9 hat er bloß zwei Schläge gebraucht. Da hat er natürlich ordentlich aufgeholt. War das der Justin Thomas, der unter uns steht? Ich glaube ja, ne? Da müssen wir nachher mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich den seine Scorecard angucken kann. Wir sind am Loch Nummer 11, Par 4 mit 400. The big bunker down the right side is to be avoided at all costs. And there's also a tree there. So, wir haben Seitenwind aus dieser Richtung. Ein bisschen Drift haben wir drin, aber es kommt gut, das kommt gut. Ja, sehr gut. Zack. 290, 300, 320 Yards, 325, 96 Yard. Haben wir dir geschafft? So. Und dann müssen wir ein bisschen nach da, ein bisschen leichten Rückenwind und seitlich von da haben. Wir haben Normal mit einem Gap Wedge. Ja, da ziehen wir mal hier so auf diese Kante. Der Wind wird ihn schon zur Fahne treiben. Ja, sogar noch wieder neben die Fahne treiben. Würde sagen, haben wir ganz gut abgepasst. Ein bisschen mehr Energie wäre auch gut gewesen. Aber... Bascha. War aber auch so ein bisschen reingewackelt. Aber wieder ein Birdie und wir sind 8 runter. Wir sind im Soll, würde ich sagen. Und wir sind jetzt auf dem ersten Platz mit allen anderen, die 8 unter haben. Also da sind wir schon ganz gut unterwegs. So, wir sind am Loch 12, das heißt, das ist das letzte Loch in dieser Folge. Klingt komisch, ist aber so. Oh, das hat nur 98% Wucht gegeben. Das habe ich jetzt zu lange über nach hinten überschrieben. Okay, gut, aber 300 Yards erreicht man auch. Oh, hier ist aber auch gefährlich, ne? Wenn du hier mit zu viel Kullerei kommst, dann kullert auch gerne mal da ins Wasser. Nein. Das wäre nicht so schön. Na gut, okay, jetzt haben wir es hier auch relativ nah am Wasser entlang. Bisschen Rückenwind. Ich denke, das sollte gehen so. Nur nicht ins Wasser. Oh, ja. Sogar noch ein bisschen zu viel Energie, aber... Da waren wir schon mal besser. So, die 10 XP haben wir aber erreicht. Sehr gut. War ein bisschen seine Bonnie im Weg. Gut, das war's also. Sehr schön nochmal mit dem Birdie aufgehört. Wir sind 9 unter. Und ja, sind quasi, glaube ich, jetzt alleinig führend. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir sehen jetzt nochmal jemanden, der am Loch 12 ein riesenlanges Paar spielt. Einen riesenlangen Putt spielt. Für ein Birdie auch. Das heißt, er ist auch 8 unter jetzt. Und er hat den Eagle an Loch 7 geschafft. Okay, sehr schön. Gut. Hier sind wir wieder und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.